Hallo liebe Hanffreunde, ich bin jetzt hier im Kanaveda Cannabis Institut in Nepal, Kathmandu. Es ist Lockdown hier, alles ist im Stillstand. Ich wollte mich mal wieder melden mit einem Update. Ja, also trotz den Umständen, trotz dieses Corona-Wahnsinns weltweit und dem Lockdown, haben wir unser Bestmögliches gegeben, um weiterzuarbeiten. Also ich bin hier im März nach Nepal zurückgegangen, um das Projekt des Kanaveda Cannabis Institut weiterzuführen. Damals war noch kein Lockdown. Das Ziel war sofort zu starten und einer der ersten zu sein, die eine Cannabis-Anbau- und Exportlizenz bekommen für auch THC-haltige und CBD-haltige Produkte. Also das Hauptaugenmerk vom Kanaveda Cannabis Institut ist es, die Entwicklung und die Förderung von Nutzhanfindustrie voranzutreiben. Aber natürlich ist die THC- und CBD-Industrie auch eine sehr wichtige Industrie, die wir hier vorantreiben wollen. Das Kanaveda Institut wurde im Mai 2019 gegründet von Pratik Kaki und von mir. Pratik ist ein Local Nepali mit einem sehr guten Herzen und sehr guten Kontakten und hat mir seit dem ersten Tag geholfen, das hier aufzubauen. Er glaubt, so wie ich, ganz fest daran, dass die Pflanze Cannabis Sativa einen sehr großen Beitrag zur Welt bieten wird. Also, dass diese Cannabispflanze nicht vielleicht die ganze Welt retten kann, aber auf jeden Fall einen großen Teil der Welt. In Nepal wächst ja Cannabis Sativa vollkommen wild überall. Und wir planen, einen Bildungs- und Fabrikationscampus aufzubauen, wo in der Mitte eine Fabrik ist für Hanf-Biodiesel, Biodegradable Hemp-Plastik, also verrottbares Hanfplastik hergestellt wird, Hanfpapier und Hanfbaustoffe sowie Cannabinoide Extrakte für den Export in Ländern, wo medizinische Cannabispräparate auch legal sind. Und um diesen Bildungscampus soll ein Wohnpark entstehen, wo nach den Prinzipien der Permakultur auch Lebensmittel angebaut werden. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter und Studenten bekommen Lebensmittelversorgung vor Ort. Wir produzieren eigenen Strom, wir produzieren eigene Treibstoffe, in der Zukunft auch eine eigene Automobilindustrie. Und unsere Mitarbeiter bekommen eine Art der Krankenversicherung sowie die Kinder der Mitarbeiter ein Bildungssystem, also eine Schule wird dort zur Verfügung gestellt. Das heißt, mit unserem Cannabis-Institut wollen wir nicht nur den Menschen in Nepal helfen, Teil der weltweiten Cannabis-Industrie zu werden und ihre heimische wilde Cannabispflanze auch zu nutzen, um mehr Wohlstand ins Land zu bringen, sondern wir wollen diese ganze Errichtung einer Fabrik auch dazu nutzen, den Sozialismus, Industrialisierung nach Nepal zu bringen und das Ganze so zu gestalten, dass wir von den Fehlern aus der Vergangenheit lernen und eine nachhaltige, ökologische und menschengerechte Industrie hier aufbauen und Versicherungssysteme und Bildungssysteme als Vorbildmodelle hier installieren und aufbauen, dass vielleicht der Schritt von einem unterentwickelten Land zu einem modernen, industriellen Land ohne Umweltbelastung und ohne den Verlust von Werten und dem Zusammenhalt der Familien und der Gemeinschaft passiert und stattfindet. Wir sehen das hier als ein Modellprojekt und als ein Vorbildprojekt für die Welt. Wir freuen uns auf deine Unterstützung. Wir freuen uns auf Sponsoren, auf Investoren, auf Kontakte, auf Spezialisten aus der ganzen Welt. Wenn du auch ein Teil von Kanaveda Cannabis Institut Nepal sein möchtest, dann freuen wir uns, wenn du dich meldest. Wir halten euch am Laufenden und es gibt regelmäßig Updates auf unserem YouTube-Kanal und auf Instagram. Follow us, subscribe us and leave some comments. Liebe Grüße aus Nepal.